Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von MCE Ultimate. Ja, und ich habe gerade 2500 FPS. Okay, danke Fraps. Wir spielen hier die Welt weiter. Sodele. Und ja, wir sind ja in der Tropikraftwelt und haben dort eine Mine gebaut. Und jetzt werden wir wahrscheinlich weiter minen. Und ein bisschen am Haus bauen und die Gegner erkunden und so weiter. Vielleicht auch in die andere Welt zurückkehren. Mal schauen. Und ja, mir geht's sehr gut. Ich habe so gut trainiert heute, dass ich voll auf 180 bin. Und ja, mal schauen, was wir alles machen können. Ich fühle mich belebt. Ich will natürlich spielen und es ladet auch langsam, aber stetig. Hopp, hopp. Ja, für mich ist das fast schon mein Lieblingsmomentane Let's Play. Aber bald wird ja Ding kommen. Skyrim kommen, dann wird wahrscheinlich das Lieblings-Let's Play sein. Aber das wird natürlich nicht minderwertiger werden. Einfach auf Platz 2 getan. Aber gleich oft kommen. Die will ich noch kurz anschauen, nehme hier eins raus. So, 10 Erz brauchen wir noch nicht. Sand können wir beim Ding gießen. Hier haben wir noch Eisen drin. Das können wir auch gießen. Fragt sich. Nein. Außer Sand. Und hier müssen wir noch warten. So, was können wir daraus machen? Hier nicht. So auch nicht. Aber ich denke mal, man kann aus Bambustick und diesen eine Spitzhacke machen. Genau. Ja, probieren wir die aus. Aber machen zur Sicherheit noch ein Eisen. Haben wir nicht. Ah ja, im Ofen, genau. So. Machen wir zwei Eisen. Spitzhacken, so. Und was wollte ich noch... Das wollte ich noch schauen. Eisen durch, minus 2 Reichweite. Minus 50% Attacken. Geschwindigkeit, Rückenstich. Also es macht wahrscheinlich mehr Schaden im Rückenstich. Oder nur im Rückenstich 4 Schaden. Da wollte ich noch das. Eine Kette. Und das hier. Ring des Arrangeurs. Schenke ihn einem Dorfbewohner. Dann schenke einem weiteren an einem weiteren Dorfbewohner in der Nähe. Um ein Hochzeit zwischen den beiden zu arrangieren. Cool. Okay. Ja, dann können wir doch mal hier schauen mit U, was denn nachher noch so gibt. Sensor, Kessel, Trichter, Amboss ist klar, Eisenhelm, Eisentür, Eisenstiefel. Was gibt es sonst noch? Eisenspitzhacke. Ein Haken ist klar. Upright Spikes ist nicht klar, das können wir mal machen. Eisensensen. Eine Sense. Für was ist denn das gut? Das müssen wir dann noch ausprobieren. Amethystenspitzhacke. Cool. Ein Fass. Ein Reifefass. Eine Fruchtpresse. Eine Pfeife. Ah, okay. Wir können einen Ehepartner und ein Kind bekommen. Cool. Boom and boom and boom. Aha. Also es gibt richtig coole Sachen hier. Iron War Axe. Aha.
Ein Schild. Eisenschild. Okay. Eine Eisentruhe. Cool. Ein Schloss. Man kann irgendwas zuschließen. Toll. Makeshift Drill. Okay, den Rest schauen wir später mal an. Aber wir werden alles machen in diesem Let's Play. Wir werden alles machen. Also, dann machen wir am besten noch eine Rüstung oder so. Aus diesen. Geht irgendwie nicht. Okay, schade. Kann man irgendwas... Wenn man das so anordnet wie eine Kiste. Ja, da brauchen wir mehr Bambus. Müssen wir mehr Bambus anpflanzen. Auf Sand wahrscheinlich. Lieber so. Nicht? Okay. Dann hier. Ja, hier geht's. Hoffentlich war's das auch so. Gut. Orangen nehmen wir mit. Und wir müssen ja noch hier die Bäume neu anpflanzen. Ist nur diese gewachsen. So. Also Sand, nein, das nehmen wir mit. Das rein. Eisen nehmen wir mit. Und wir werden dieses Bambusstick reintun. Speer reintun. Den auch hier. So. Okay. Sand hier reinlegen. Das Glas werden wir jetzt hier unten hin tun. So, leider habe ich kein Texture-Pack, sonst würde es nämlich schöner aussehen. Okay, einen habe ich wenigstens bekommen. So, sieht doch schon viel schöner aus, wenn wir hier den Vulkan sehen durch das Glas. Und ich habe, glaube ich, Creeper-Inventory an, weil ich natürlich ein Schisshase bin. Wenn ich meine Items, meine schönen Items verliere, weil ich in den Lava springe. Ah, fühle ich mich schon ein bisschen sicherer, wenn ich weiß, ah, ich verliere die Items nicht. So, wir haben nur noch mehr Glas und hier auch. Das ist doch cool, also ich liebe solche Bauweisen. So, Delle. Ach komm, ich habe die Mauer vergessen, dass die Mauer dort ist. So. Oh, nein, nicht zu wieder mal. wir haben kein Glas mehr. Und so. Gut. Also den Rest machen wir später. Eisen haben wir, Kohle haben wir. Junk und Meat kann ich mal hier rein tun. Und jetzt gehen wir wieder weiter. Ah ja, ich wollte schauen, ob der Baum
hier schon ein bisschen gewachsen ist, abgebaut wurde. Nein, aber wir können hier das Bambus, hallo? Ah, jetzt. Abernten. So. Und mit dem Bambus, wenn wir hier den Baum abernten. Schade, dass das nicht mehr automatisch geht. Irgendwie ist hier ein bisschen etwas buggy. Oder so gewollt, weiß ich auch nicht. Machen wir es halt. Immer halt mit der Hand. Und wir bekommen sehr viele Setzlinge, das ist sehr schön. Es geht ein bisschen, aber nur langsam. Das ist nicht so gut. Also, hier machen wir, oder sollen wir überall Orangenbäume machen? Okay, wir machen überall Orangenbäume. Grapefruit sind nämlich nicht so stark. Orangen sind besser. So. Und eben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder solche Sachen, immer zu bombardiert mich mit Vorschlägen, mit ja, etwas, was ich machen soll. Irgendwie soll ich irgendwie Lava mehr irgendwie herunterfließen lassen oder so etwas, dann dürft ihr das machen. Aber eben Lava werde ich dann herunterfließen lassen, aber noch nicht jetzt, weil ich zuerst brauche ich mal Lava-Eimer und dann andere Sachen. Also ich werde, bis ich weitere Setzlinge habe, hier noch ein paar anpflanzen. So. Ja, die kommen wahrscheinlich noch nicht runter. Ich werde hier noch ein paar abernten und dann werde ich runtergehen. Oh, sieht das cool aus. Sieht das cool aus. So. Okay, so. Die Boote können wir reinlegen. Die Werkbank auch. Da haben wir mehr Platz. Sehr gut. Und runter. Ah, wir werden hier nochmals die benutzen. Abernten irgendwie. Ja, so. Dann werden wir den Busch hier weiter wachsen lassen. Die werden sich dann mal reif. Und hier die abernten. So, was ist das da? Iris. Können wir den ab... Können wir die abernten oder so? Ich werde es jetzt nicht versuchen. Die wachsen ja mega schnell. Sollen wir den abernten, den Baum, also abholzen? Ne, wir lassen das so. Wir werden weiter weg diese Sachen abpflanzen, aber nicht hier. Eine Coffee-Bohne, eine Kaffeebeere. Okay. Also, hier haben wir es. Ist nichts. So, nochmal schauen, wie viel, wie weit unten wir sind, Level 30. Aha, und hier ist, was ist das? Zirkonor. Aha. Zinnerz, aha, und Kohle habe ich gesehen. Steinkohle. Können wir ein paar Levels machen. Und wenn wir dann Diamanten haben, einen Zaubertisch. Sehr schön. Dann können wir eine neue Rüstung benutzen, die ist... Ah, wir schleichen immer in der Luft, wenn wir in der Luft sind. Ob das irgendwas hilft? Ah ja, beim Schleichend irgendwelche
ein große ja, halt Blöcke hoch springen, dann tun wir automatisch schleichen und werden so auch nicht erkannt. Aber das ist eher für den Multiplayer. So, Delle. Jetzt probieren wir noch diese aus. Ja, die ist gleich wie eine Eisenspitzhacke. Und hoffentlich kann man mit denen auch Eis, Gold, Ding abbauen. Diamanten. So herum. Okay. Dann gehen wir weiter runter. Und hier haben wir schon wieder etwas Neues. Das ist blaues Topaz-Erz. Okay. Aus As Magica 2. Aus As Magica 2. Jetzt sind wir auf Level 18. Auf Ebene 18 sozusagen. Gehen wir weiter nach unten. 15. Mir wird es dunkel. Sehr dusse sie. Weiß nicht. Ist ja halt hintergegangen. So. 13, 12. Ja. Also, hier werden wir eine Strip Mine machen. Und hier ist irgendwas. Auch Junk Ahead. Aha. Weil hier wahrscheinlich der Vulkan ist. Dann gehen wir in diese Richtung. So, hier können wir ausmachen. Und mal schauen, was wir hier finden. Hoffentlich jemanden. Okay, wir sollten mal essen. Nicht zumachen. Essen. Also eins fällt es auf. Es gibt, glaube ich, eine Frucht hier in Tropica, die eineinhalb auffüllen. Zitrone, genau, Zitrone wäre das wahrscheinlich. Mal schauen, wenn wir Zitronen finden. Wir werden nicht allzu lange hier meinen. Das haben die hier schon 1000 Millionen Mal gesehen und wird wahrscheinlich für euch langweilig sein. Da möchte ich schon Sachen machen, die nicht zu langweilig sind. Aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es gerne mit mir, also mir zuschaut, wie ich meine. Also mir ist es nicht langweilig. Ich weiß nicht, ob es euch langweilig ist oder nicht. Aber eben Infos hätte ich schon ein bisschen gerne. Hier ist zum Beispiel wieder dieses Randomit-Erz. Diesmal war wahrscheinlich ein Zirkon drin. Oder ein Zinnober-Erz. Keine Ahnung. Ich sah es nicht genau. Hier ist ein Zinnerz drin gewesen. Aha. Hier ist Eisen. Sehr gut. So. Ah, so. Kohle, 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 Kohle. Aluminium, auch sehr gut. Nehmen wir gerne mit. Und Steinkohle mitnehmen. Ja, alles nicht. Ja, das reicht. So, weiter graben wir. Das ist noch eine sehr gute Spitzhacke, die hält auch lange. Okay, dann haben wir ja einen guten Rohstoff, der nicht selten ist und stark ist. Blaues Topaz-Erz nehmen wir auch gerne mit. So. Hier haben wir noch einen anderen Stein.
Das ist es. Und ein Marestein. Einfach im Dunkel gewesen. Ja, nicht so ertragsreich. Hier haben wir zum Beispiel die Zirkon. Okay, wir haben nichts vergessen. Okay, dann können wir gleich wieder zurückgehen. Gehen wir, weil rechts der Ding ist, der Vulkan, gehen wir einfach links zurück. So. Jetzt links zurück. Jo. Hier haben wir dieses Eukalyt. Aha. Und sonst. Hallo? Nichts. Ein Nichts haben wir gefunden. Ein Nichts. Okay, dann gehen wir wieder nach oben und erkunden ein bisschen die Gegend hier in Tropikraft. Ja, kommt wirklich nichts. Vielleicht werde ich danach mal off-topic ein bisschen meinen, je nachdem. Also nicht im Let's Play, aber fürs Let's Play sozusagen. Ja, passiert nichts. Also, gehen wir wieder zurück. Und wir haben sowieso keinen Platz mehr für Stein. Aber den Stein lassen wir liebend gern. Hier. So, hallo. Ich möchte rennen. Geht's nicht schnell mit dem Rennen? Und nach oben. Hier könnten wir noch Steintreppen machen. Ja, das werden wir fürs nächste Mal machen, wenn ich es wieder nicht vergesse. Also wieder nicht vergessen, ich habe es ja noch nie vergessen, aber ich nehme sonst immer Steintreppen nach unten und mache es gleichzeitig da. Meine ich ja das, weil hochkommen ist nicht so spannend. Hier nehmen wir noch ein bisschen Sand mit. So. Gut. Ah, kein Sandplatz. Ja, der Junko-Hate kann ich einfach hier platzieren. So. Dafür den Sand mitnehmen. So. Sehr schön. Und jetzt nach oben. Ah, hier haben wir noch so einen Bernstein, genau. Oh, und jetzt macht's Lärm. Also dann werde ich Pause machen, bis mein Vater gekocht hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Extensions Ultimate. Und ja, das letzte Mal waren wir minen. Wir haben sehr viel Rohstoffe hier. Und jetzt werden wir diese Sachen hier einlagern und ich rede kurz noch über Sachen, die wir machen könnten. Und zwar wir erkunden ein bisschen die Gegend und ich habe gedacht, weil wir oben nicht so viel Platz haben, wir machen so, als würde der Vulkan ausbrechen und natürlich Wolken, also so ja, Staubwolken und so nach oben kommen und auf diesen Staub, also auf diesen normalen weißen Wolken am besten oder so, machen wir dann Gärten und pflanzen dann dort etwas an. Dann machen wir irgendwo noch einen Gang nach unten
wo wir direkt runter können, also runter springen können. Und dort machen wir dann auch noch einen Garten und sonst irgendwas, einen schönen Strand hier zum Beispiel und so weiter. Und jetzt muss ich probieren, hier runter zu springen. Das Problem ist einfach, können die nicht wachsen hier? Ich brauche ein bisschen mehr Orangen, aber die können wir sammeln. Ja, wir schaffen es. So. Also erkunden wir die Gegner ein bisschen. Vielleicht finden wir noch mehr Orangenbäume. Und ja. Die Korallen, ja, die will ich jetzt nicht zerstören hier. Weiter weg dann. Aber die bringen wohl nicht so viel. Ich hoffe es trotzdem, die bringen irgendwas. So, hier haben wir Festland. Oder eine große Insel, je nachdem. Schauen wir mal diese Insel an. Wir sehen leider noch nicht weit. Ja, aber ladet ihn mit Minecraft so langsam momentan. Optionen, Grafikeinstellungen, Water, Performance, Loadfar, Smooth World, nö. So, ja, jetzt ist schon besser. Was haben wir hier? Eine Camellia Diffusa, eine Bluebell. Und hier haben wir Zitronen, ja. Also einen Limonenbaum. Um richtig zu sein, die grünen sind die Limonen. Die hell grünen, gelben. Aber hier sind sie gelb, also. Aber weil es keine Citren gibt, Citrin, heißen die auf Englisch auch Limonen. Nur wir nennen sie zwei unterschiedlich. So. Hoffentlich ein Setzling. Wäre schön. Ah, wir haben einen Setzling, gut. Okay, dann probieren wir mal eine Limon. Ja, die ist auch leider nur eins. Schade. So, wollen wir hier schon die Bäume fällen? Nein, oder? Nehmen wir lieber ein Magic Mushroom mit. Okay, wir machen ein Drogenlabor, das ist jetzt schon klar. Obwohl ich überhaupt nicht auf Drogen stehe, mache ich das gerne manchmal. Irgendwas. Ein bisschen anders sein in den Let's Plays. Und ja, hier haben wir auch irgendwas. Eine Archaiwein nehmen wir mit. Auch wenn es nichts bringt. Und sonst gehen wir noch ganz oben.